So, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal wieder eine Powerbank bauen. Ihr seht sie schon, ihr seht schon das fertige Ergebnis und ich möchte euch mal mitnehmen von 3D-Druck über Verkabelung bis hin zur fertigen Powerbank. Ich habe bereits ein Video, in dem ich eine Powerbank gebaut habe. Diese hier sieht ähnlich aus. Der Unterschied zu dieser hier ist, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, ich habe hier oben ein Key-Ladeboard. Ich kann kontaktlos laden und habe hier wieder recycelte Lithium-Ionen-Zellen verwendet, die ich hier drin verbaut habe. Später ein bisschen mehr dazu. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Lass uns das Ding hier zusammen bauen. Und ich verlinke euch alles unten, was ihr braucht. Also Ladeboards, Ladestationen, kabelloses Laden und so weiter und so fort. Auch das 3D-Modell verlinke ich euch unten bei Thingiverse. Danke an den Konstrukteur übrigens. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mal los und bauen uns eine Powerbank aus recycelten Batterien. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Fertig gedruckt. Wir haben einmal den Deckel, da habe ich den Einsatz schon reingemacht hier. Dann den Halter für die Batterien. Ich habe hier die recycelten Batterien aus dem Fahrrad. Die kommen dann hier rein. Vier Stück. Eine hat ungefähr 3000 mAh. Das heißt, wir haben 6000, 12000 mAh bei 3,7 bzw. 4,1 Volt. Also Standard. Okay, wie wird die Batterie sonst noch aufgebaut? Ihr seht hier, wir haben hier ein Loch und hier eine Aussparung. Hier kommt die Elektronik rein. Hier an die Stelle kommt der Key-Ladeport. Das Ding sieht so aus. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und die Ladeelektronik. Das Ding hier. Das sieht so aus. Das kennt ihr vielleicht aus meinem anderen Video. Ich hatte ja bereits gezeigt, glaube ich, diese Powerbank mal gebaut. Da steckt dasselbe Teil drin. Das verwenden wir jetzt wieder. Man hat hier zwei USB-Ports, ein USB-C, ein Mini-USB, hier den Lightning zum Laden und zum Strom abnehmen. Hier hinten werden die Batteriekontakte angeschlossen, hier und hier an der Stelle. Und irgendwo, das weiß ich noch nicht genau wo, wahrscheinlich irgendwo hier am Port, werde ich dann die 5 Volt abgreifen, die ich brauche für den Key-Ladeport. Genau, wir müssen hier irgendwo den USB-C überbrücken, das heißt, wir müssen an diese Stelle 5 Volt reinbringen, irgendwo hier an der Stelle. So, mal gucken, dass wir hier die 5 Volt reinkriegen, dass auch das Ding funktioniert. Genau, also das heißt, wir müssen hier einen Battery Pack draus machen. Damit starte ich. Dann müssen wir den Battery Pack hier mit dem Ladeboard verbinden und dann vom Ausgang 5 Volt uns holen, um den Ladeport hier zu bedienen. Der kommt dann hier rein. So. Wird dann, ich denke, ich klebe ihn ein bisschen fest mit ein bisschen Heißkleber. Muss wahrscheinlich auch hier einmal die Drähte abnehmen, verlängern, dass ich hier einfach mehr Platz habe, weil so kann ich nicht das Ding dann einfach arbeiten und lassen. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen näher ran, weiter wegkommen, dass man das dann hier vielleicht sauber auflegen kann irgendwo oder hier oben drüber verstauen. Was wir auch machen müssen, was an diesem Case ein bisschen blöd ist, finde ich, das ist sehr dick konstruiert. Das heißt, wenn ihr den Deckel drauf habt, ihr seht es an der Seite, hier ist der Einschaltknopf, aber wir müssen das Display rausnehmen, separat hier reinklipsen oder was geht auch kleben. Das heißt, wir müssen hier vom Ladeboard das Display runternehmen und dann mit Drähten verlängern, dass man hier auch den Deckel runternehmen kann. Also ich denke, ich mache die Drähte gleich ein bisschen länger. Vielleicht auch zum Stecken, mal sehen. Stecken geht wahrscheinlich nicht wegen dem Bauraum, dass wir hier einfach ein bisschen arbeiten können. Okay, dann starten wir mal mit dem Battery Pack. Ich werde die jetzt mal zusammenbauen. Sie werden alle parallel geschalten. Das ist wichtig. Wenn man sie parallel schaltet, addiert sich die Kapazität und die Spannung bleibt gleich. Ihr seht es hier. Alle im Plus, so werde ich sie zusammenbauen. Man könnte natürlich auch hier Plus, Minus, Plus, Minus. Dann bleibt die Kapazität die gleiche und die Spannung wird jeweils um 3,7 Volt addiert. Aber wir wollen ja viel Kapazität bei einer Ladespannung haben. Deswegen parallel geschalten und alle in eine Richtung. Das baue ich jetzt mal zusammen, mache Lötfahnen dran und dann schauen wir weiter.
Gut, mein Batterie-Schweißgerät, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, macht nichts anderes wie im Prinzip einfach den Kurzschluss und macht so eine Punktschweißung an den Polkappen hier. Dann hier mein Nickelband, das kommt hier drauf, um die Verbindung mit den Batterien herzustellen. Das werde ich auch noch mit einbauen und so haben wir dann eine perfekte Verbindung. Ich werde es vorher noch einmal sauber machen und dann haben wir schon mal den ersten Battery Pack. Das mache ich jetzt mal, ich werde das jetzt zusammenschweißen. Es gibt immer kurzen Funken und dann hält das in der Regel ganz gut. Kommt noch ein bisschen Kartonband außenrum für die Stabilität. Gut, legen wir mal los. Okay, das ging eigentlich ganz gut. Ich musste leider das Thema mit dem Kapton-Tape wieder rückgängig machen, weil ich dadurch die Zwischenräume wegmache, die ich ja hier verbrauche. Also, der Battery Pack liegt jetzt hier drin. Jetzt können wir mal messen. Eigentlich sollten wir hier jetzt dann um die 3,8 Volt ungefähr messen, schätze ich mal. Ich gucke mal ganz kurz, was wir hier messen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, 3,65, genau, passt. Also schon relativ leer. Das wird heißt, es wird Zeit, dass die mal wieder geladen werden. Als nächstes würde ich jetzt die Verdrahtung machen. Das heißt, ich würde das hier verlängern, das hier wegnehmen und verlängern. Hier Drähte dran machen, dass man die hier anlöten kann. Und dann das hier mit dem hier verbinden, dass wir die Spannung hier reinkriegen. Okay, dann fangen wir mal an mit Löten.
Okay, haben wieder Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Ich habe jetzt sehr viel gelötet, sehr viel wahrscheinlich im Zeitraffer laufen lassen, dass ihr nicht das alles im Detail anschauen müsst. Aber ich wollte euch trotzdem mal ganz kurz zeigen, was ich jetzt gemacht habe. Also, den Battery Pack habe ich zusammengebaut. Ich habe dann Drähte angelötet, einmal Plus, einmal Minus. Wie gesagt, unsere Batterien sind alle parallel geschalten. Das heißt, hier ist der Pluspol, hier ist der Minuspol. Nicht verwechseln. Dann habe ich alles an das Ladeboard angeschlossen, an die beiden Batteriekontakte, Plus und Minus. Hier. Dann habe ich das Display oder die LCD-Anzeige heruntergenommen und verlängert mit Drähten, alles mit Schrumpfschläuchen isoliert. Hier unten verlötet, die Drähte abgezwickt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen jetzt, wenn ihr das genauso macht wie ich, dass ihr es jetzt nicht mehr auf eure Metallplatte legt. Oder wenn ihr es jetzt auf die Metallplatte legt, kann es passieren, dass ihr eure Plus- und Minuskontakte kurzschließt und dadurch euren Battery Pack kurzschließt. Das wäre natürlich eher ungünstig, weil Kurzschluss ist die Mutter aller Hausbrände, sage ich immer. Ist leider so. Deswegen immer schön aufpassen, wenn ihr mit Batterien arbeitet. Macht es nicht nach, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut, bitte. Diese Batterien sind gefährlich. Wenn ihr sie kurzschließt, kann es brennen. Von daher bitte nur nachmachen, wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut. Okay, so. Wir testen es jetzt mal. Das Ladeboard hat hier an der Seite einen Einschaltknopf. Wenn ich jetzt einschalte, sollte ich hier auf dem Display eine Anzeige sehen. Also es geht schon mal an und wir sehen 41%. 41%. Das heißt, unser Battery Pack ist 41% geladen. So, wir schließen mal ein Ladegerät an und dann sollte es auch eigentlich laden. Und ihr seht, es blinkt ein In. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran, dass ihr es sehen könnt. Es blinkt ein In, das heißt, es wird geladen. So weit, so gut. Das heißt, wir haben erfolgreich das Display herausgenommen, verlängert, den Battery Pack angeschlossen. Jetzt haben wir hier noch unseren Lader, unseren Keylader. Ich teste das jetzt mal. Das habe ich auch noch nicht getestet, ob die Verlängerung hier soweit passt. Dazu brauche ich einmal ein USB-C-Kabel. So, jetzt schließen wir einmal an. Blaues Licht leuchtet. Jetzt sollte hier ein Laden möglich sein. So, Handy. Wir legen es drauf. Und ihr seht, es wird geladen. Ich nehme es nochmal runter. Und nochmal drauf. Und es wird geladen. Sehr gut. Okay. Jetzt kommt noch die letzte Schwierigkeit. Wir müssen die 5 Volt, die jetzt hier vom Kabel kommen und hier reingehen, in den USB-C-Port, die müssen wir hier am Ausgang abgreifen. Das heißt, hier am USB-Port, die 5 Volt haben wir hier links und rechts anliegen. Ihr seht es hier an den Pins, der linke und der rechte sind jeweils Ground und 5 Volt hier. Und da werde ich jetzt, um den Port zu halten, also ich könnte jetzt den Port rausnehmen, aber ich möchte eigentlich den Port erhalten. Erstens sieht es irgendwie blöd aus, wenn da ein Loch ist in der Powerbank. Wir haben hier vorne die Adapter und wenn da plötzlich ein Loch wäre, das würde irgendwie blöd aussehen. Das heißt, wir nehmen den Port, lassen den Port drin, löten hier hinten einmal Plus, einmal Minus die 5 Volt, holen uns hier die 5 Volt und müssen die 5 Volt hier im Board irgendwo einspeisen. Und dann können wir alles zusammen nochmal mit Kapton-Tape umwickeln und einbauen. Das Display kommt dann hier rein. Das wird hier reingeklipst, normalerweise nur, hoffe ich. Dann wird auch ein bisschen geklebt. Und dann können wir alles zusammensetzen. Also, dann holen wir uns mal die 5 Volt hier rüber und machen weiter. Also ihr seht, ist das Board der Keyladestation, von der wir die 5 Volt nicht per USB-C, sondern direkt reinbringen wollen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo die 5 Volt dann löten. Das machen wir am besten unter dem Mikroskop, dann geht es leichter. So, jetzt brauchen wir aber erstmal eine richtige Position, an der wir es gut anlöten können. Bei USB-C sind die beiden äußeren Pins hier, in der Regel Ground, das seht ihr auch hier, das ist mit dem Gehäuse verbunden. Das heißt, dieser Punkt und dieser Punkt gehört, sollten verbunden sein. Also, das hier ist alles Ground, Ground, Ground. Die in der Mitte sind die Datenpins, seht ihr auch, die sind dünner. Und hier sind die 5 Volt Lines. Diese und diese hier. So, also hier kommen die 5 Volt rein.
Das heißt, ihr könnt jetzt aussuchen, ob wir es an diese oder an diese anlöten oder einen guten Platz finden an Bord. Oft sind irgendwie Testpoints ganz sinnvoll. Sehe ich jetzt hier aber keine in dem kleinen Board, irgendwelche sinnvollen Testpoints, an die wir es anlöten können. Außer das hier, von dem ich aber nicht genau weiß, was es ist. Das ist aber, glaube ich, kein Testpoint. Das ist ein Ground. Das hier ist äußerliches Ground. Und das ist kein 5 Volt. Gut, Ground können wir auch hier anlöten, hier haben wir genug Fläche. Oder hier. Und die 5 Volt können wir mal gucken. Also wir gehen hier mit 5 Volt rein, hier auf diesen Kondensator. Und der 5 Volt Pin geht nach hier, hier, hier in diesen Transistor, in den Spannungswandler. Also könnten wir von hier nach hier gehen. Oder vielleicht auch nach hier. Hier ist ein Lötpad, an dem nichts angeschlossen ist. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Punkt für die 5 Volt. Das heißt, wir holen hier die 5 Volt und Ground einfach von hier. Und dann können wir das Board in Betrieb nehmen. Direkt. Ohne USB-C. Hoffentlich. Weil die beiden hier sind kurz geschlossen. Das heißt, die 5 Volt kommen dann normalerweise, wenn ich sie hier reinbringe, auch hier an. Das testen wir jetzt mal. Ich löte das jetzt mal an. Und dann sehen wir mal, ob es funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Entschuldigt übrigens bitte die Wahl der Farben. Weiß und Gelb sollte man eigentlich nicht nehmen für VCC und Ground, aber ich habe keinen Draht mehr in der entsprechenden Dicke, sondern nur noch deutlich dickere Drähte für die Arbeit. Deswegen habe ich es jetzt mal quick and dirty anders gemacht. Aber in der Regel solltet ihr eigentlich schon die richtige Farben nehmen, dass ihr später auch noch wisst, was ihr wie verkabelt habt. Also Rot VCC, Schwarz für Ground, Gelb und Weiß in der Regel irgendwie Data Lines. Im besten Fall muss ich es nie mehr aufmachen. Zurück, was sehen wir hier? Wir sehen hier den USB-Port, an den ich es anschließen möchte, des Ladeboards. Hat es euch vorher schon mal gezeigt. Jetzt brauchen wir hier auch die 5-Volt-Line und Ground. So, die mittleren beiden Pins sollten verbunden sein. Das suggeriert dem Gerät, du bist ein Ladegerät. So, jetzt haben wir hier, wo ist mein Ground? So, ich gehe jetzt mal hier auf den Pin und mit der anderen Nadel auf den Battery Minus. Dann ist das hier Ground. Und das hier, jetzt gehe ich auf Battery Plus. Okay, ich muss es dazu einschalten, natürlich, dass ich Durchgang habe. Also ich schalte jetzt mal kurz die Powerbank ein, das seht ihr jetzt gerade nicht drin, Seite. Ihr hört es, also ich habe auf den Knopf gedrückt. Jetzt sollten wir hier Durchgang haben. Also hier ist Plus, hier ist Minus und hier dazwischen fließen 5 Volt. Gut, dann löten wir jetzt mal die anderen beiden Kabel, die wir vom Lader bekommen, kommen hier an. Ich darf es nicht direkt an den Battery Plus und Battery Minus packen, da ihr sonst immer an seid. Das heißt, die Ladestation wäre dann immer an und würde den Akku leer saugen. Und das wollen wir nicht, wollen wir anschalten. Deswegen müssen wir hier auf den USB-Ausgang gehen. So, okay, das soll es mit den Lötarbeiten gewesen sein. Also, was haben wir gemacht? Battery Pack gebaut, den Battery Pack ans Ladeboard angeschlossen, die Anzeige herausgelötet, verlängert, diese Verlängerung hier gemacht und dann, ganz wichtig, die 5 Volt von hier nach hier verlegt. Schauen wir mal, ob es geht. Bevor wir alles einbauen und verkleben, bin ich mal ein Freund von, wir testen es mal.
So, ihr seht hier die Anzeige. Ich schalte, also normalerweise passiert jetzt eigentlich gar nichts. Das heißt, wenn ich jetzt mein Handy nehme und hier drauf lege, passiert nichts. Ihr seht auch, es leuchtet keine LED. Gut, dann schalten wir sie mal ein. Ihr seht, LED leuchtet, rot heißt, es ist nichts geladen, mittlerweile 61%. Ich habe es vorhin mal ein bisschen laden lassen. Das heißt, jetzt müsste eigentlich ein Laden möglich sein. Blau und es wird geladen. Super, sehr gut. So, dann rot, klar, nichts drauf. Wir testen jetzt mal noch den Ladevorgang des Battery Packs. Ihr seht gerade, hier steht ein Out, falls ihr es sehen könnt auf der Kamera. Jetzt stecke ich mal noch mal wie vorhin auch einmal Strom an und es fängt ein In an zu blinken. Das heißt, der Battery Pack wird jetzt geladen, wie es funktionieren sollte. Dann packen wir mal alles in das Gehäuse rein. Das Gehäuse habe ich noch hier hinten liegen. Mein Mikroskop habe ich zur Seite gelegt. Hier ist der Pack. Das kommt jetzt alles hier rein. Manche Sachen werden geklipst. Das hier werde ich per Heißkleber hier reinkleben, dass es funktioniert und auch hält. Dann werde ich noch ein bisschen Kapton hier rumwickeln, dass ich zwischen diesem Board keinen Kurzschluss erzeuge beim Reindrücken, weil ich muss ja alles hier reinbringen. So ähnlich wie ich den Battery Pack hier isoliert habe, werde ich das auch mit diesen Boards machen. Nicht so viel, weil es auch ein bisschen die Hitze staut, aber lieber so als einen Kurzschluss zu produzieren. Dann schauen wir mal, ob wir alles hier reinkriegen und ob es dann auch final funktioniert. Gut, soweit so gut. Fertig. Sieht eigentlich gut aus. Die Schrauben sind minimal zu lang, aber ich glaube, das stört nicht. Jetzt können wir noch das machen, worauf viele oft wirklich abfahren, und das ist die Folie abziehen. Die Displayschutzfolie. Und da ist das Ding. So sieht das aus. Jetzt testen wir es mal noch. Und dann sehen wir mal, ob alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also, wir fangen mal an mit dem Laden. Wir stecken es mal ein. Hier vorne sind die Ports. Hier ist mein normales Micro-USB-Kabel. Stecken es mal ein. Und wir sehen, es blinkt und es blinkt das Innensymbol. Das heißt, es wird geladen. Einmal das Keyladen. So, ich lege mein Handy drauf. Mal schauen, wo es richtig positioniert ist. Ein bisschen tiefer wahrscheinlich. Und ihr seht, es wird geladen.
Hier oben, ich mach's nochmal. Und es wird geladen. Sehr cool. So, letzter Test, den wir noch machen können, ist, ob die USB-Ports gehen, ob ich auch per USB mein Handy laden kann. Das machen wir jetzt mal noch. Ein Handy laden wird. So, stecken wir mal an. Erstmal in den Port, an dem nichts hängt. Schalten Sie ein und stecken es an. Und ihr seht, wird geladen. So, jetzt schauen wir mal, ob der andere Port, an dem wir das Keyladeboard angeschlossen haben, auch noch funktionsfähig ist. Sollte eigentlich so sein. Und auch hier wird geladen. Und ihr seht, out und es wird geladen. Hier oben. Sehr schön. Damit hätte ich wieder eine neue Powerbank und ich muss nicht immer ein Kabel mitschleppen, wenn ich mein Handy laden möchte. Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ihr habt gesehen, was man aus alten Akkus noch so alles anstellen kann. Aus alten Fahrradakkus beispielsweise, die ich hier recycelt habe dafür. Und in diesem Sinne, lasst mir gerne ein Abo da. Schreibt mir einen Kommentar. Ich lese jeden Kommentar. Ich beantworte jeden Kommentar. Und ich freue mich natürlich über jedes Abo. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.